Oh, ich bin schon live. Ja, hallo, grüße euch. Ganz kurzes Update-Video zu Pipedrive CRM. Eine Sache, wo du aufpassen musst, dass wenn du eine Liste hast, ja, wo du Aktivitäten oder Aufgaben hochladen möchtest. Das heißt, du ziehst von einem CRM ins andere um und du hast, sagen wir mal, schon bestimmte Wiedervorlagen, ja, ganz normal in deinem Telefonakquiseprozess, und die möchtest du quasi mit rüberziehen in Pipedrive. Und dann hast du quasi die Möglichkeit dort, ja, die Wiedervorlagen als Aufgabe oder Aktivität, das wäre eine Activity, also das ist eigentlich in jedem CRM so, auch bei HubSpot, mit hochzuladen. Wenn du das tust in Pipedrive, dann musst du nur eines wissen, dass jede Aktivität automatisch im Kalender eingetragen wird. Und du siehst es hier, ich habe gestern eine Liste hochgeladen mit, ja, ungefähr 340 Kontakten von einem CRM ins andere. Und du siehst hier 181 Wiedervorlagen waren da in der Liste drin. Und am 13. Januar 2020 haben sich hier automatisch durch den Kalendersync in Outlook, wie du es hier siehst, 181 Aktivitäten im Kalender eingetragen. Ja, 181 an einem Tag. Und das ist ein bisschen schief gelaufen. Deswegen nicht vergessen, dass du genau das Datum festlegen musst. Ja? Also wenn du nur Aktivität hochlädst ohne Datum, dann sagt sich Pipedrive, dann machen wir das alles in einem Tag rein. Ja? Also ganz, ganz wichtig, wenn du Daten hochlädst in Pipedrive. Ja?